Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von Israelnetz TV. Heute mit einem Kommentar von Egmont Prill, Theologe und Journalist beim christlichen Medienverbund KEP. Die Welt schaut auf Gaza, immer noch und immer wieder. Jener Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer ist wie kein anderer Flecken dieser Erde im Fokus von Kirchen, Hilfsorganisationen und UN-Abteilungen. Mit 360 Quadratkilometern ist das Gebiet nur wenig größer als der Stadtstaat Bremen. Doch Gaza beschäftigt wie kaum ein anderer Konflikt die Welt. Es gibt größere Probleme auf dem Globus und Kämpfe mit mehr Blut und Tränen. Doch Politik und Medien mühen sich vor allem um Gaza. So war vor einem Jahr der Gaza-Krieg über Wochen ein bestimmendes Thema in den Medien. Nach anfänglichem Verständnis für Israels Reaktionen auf den heftigen Raketenbeschuss wurde rasch, wie üblich, Israel ins Unrecht gesetzt. Fotos zerstörter Wohnblöcke und toter Kinder weckten wieder die alte Israel-Feindschaft, die europaweit zu schrillen Hasstiraden führte, für Gaza gegen Israel. Inzwischen gibt es zahlreiche Untersuchungen im Blick auf die 50-Tage-Krieg. Die UNO, Israel und andere haben Berichte verfasst. Bemerkenswert, dass jüngst Amnesty International der Hamas vorwarf, dass im Schatten der Kämpfe Dutzende Gegner gefoltert und ermordet worden sind. Israel war überrascht, in welcher Zahl und Größe die Terrortunnel ausgebaut waren. Über welche Mengen Geld und welche Massen an Waffen wird die Hamas verfügen? Doch in den Stunden vor Inkrafttreten des Waffenstillstandes wurde ein regelrechter Geschosshagel auf Israels Süden gefeuert. Das lässt ahnen, in den Arsenalen lagert noch und vermutlich wieder ausreichend Material für weitere Aktionen. Seit dem kompletten Abzug Israels aus Gaza im Sommer 2005 sind 10 Jahre vergangen. 10 Jahre, in denen der Gazastreifen nichts gewonnen, jedoch viel verloren hat. Wie soll es weitergehen? Muss nicht endlich ein neues Denken unter den Palästinensern beginnen? Verzehrt eure Kräfte nicht länger in immer neuen Kämpfen und im Terror gegen Israel. Organisiert euer Leben, schafft eine friedliche Zukunft für eure Kinder. Schafft das ganze Kriegsmaterial, die Raketen und Mörser ins Museum. Zeigt so den kommenden Generationen, wie Jahrzehnte im Terror vergeudet wurden. Schaut auf Singapur, jenes Musterland im fernen Osten, und baut ein Singapur im Nahen Osten. Dieser Ministaat, übrigens mit der doppelten Bevölkerungsdichte im Vergleich zu Gaza, ist nur wenig größer, aber ein wirtschaftlicher Riese. Dann kann in 10 Jahren der Gazastreifen blühen. Die israelische Politikerin Golda Meir hat schon vor über 50 Jahren gesagt, Frieden wird es geben, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Dann gehört Gaza ganz nach oben in die positiven Schlagzeilen der Weltpresse.